Wir bilden jetzt das Komplement des folgenden Automaten. Zuerst einmal, was ist das Komplement? Das Komplement ist, wenn wir jetzt eine Sprache haben, ich notiere die mal mit L, also die Sprache mit dem Automaten, dann notieren wir das Komplement mit einem Querstrich oben drüber. Das heißt, wir wollen alle Wörter haben, die nicht in dieser Sprache drin vorkommen. Und das ist auf das Alphabet bezogen. Natürlich wollen wir dann, natürlich ist ein Wort, was ein A enthält, nicht in dieser Sprache, die nur aus Nullen und Einsen besteht, beziehungsweise wo die Wörter nur aus Nullen und Einsen bestehen. Aber das ist nur auf das Alphabet bezogen. Also wir wollen alle Wörter haben, die nicht in dieser Sprache sind, aber über dem gleichen Alphabet gebildet werden. So, und wie machen wir das? Das ist ganz einfach. Also erstmal, was wichtig ist, wir brauchen einen vollständigen, deterministischen, endlichen Automaten. Und wie wir das machen ist, beziehungsweise wenn wir einen Automaten haben, wie wir das Komplement bilden mit Hilfe des Automaten. Alle Zustände, die vorher Endzustände waren, sind keine Endzustände mehr. Und alle anderen Zustände werden Endzustände. Das heißt, ich nehme hier mal diesem Zustand den doppelten Rand weg. So, das ist jetzt nur noch ein ganz normaler Zustand, der kein Endzustand mehr ist. Und die anderen, die bekommen jetzt einen doppelten Rand dafür und sind Endzustände. So, und warum ist es jetzt das Komplement? Ja, ganz einfach. Vorher, wenn wir in einem Startzustand waren, dann wurde das Wort akzeptiert. Und eigentlich und nur Wörter und alle Wörter, die akzeptiert werden, wenn wir im Startzustand sind, die werden nun nicht mehr akzeptiert. Und wenn wir in irgendeinem anderen Zustand im Zuge der Verarbeitung waren, dann werden diese nun akzeptiert, obwohl sie vorher nicht akzeptiert werden. Und dadurch habe ich dann genau das Komplement. Und ja, und ich brauche dafür einen vollständigen Automaten, weil zum Beispiel habe ich ja einen Fehlerzustand drin, aus dem ich nie wieder rauskomme. Aber dadurch, dass ich das Komplement bilde, muss ja nun alles akzeptiert werden, was auch im Fehlerzustand ist. Und daher brauche ich halt einen vollständigen deterministischen Automaten.